Kurz und schmerzlos gezeigt, das hier ist eine alte Rocco 44, noch ohne den Kardanantrieb, wenn es ihn jemals gab. Und diese Maschinen, die haben ja einen Tenderaufbau, der komplett aus Guss ist. Wenn man da jetzt einen Decoder einbauen will, ist das nicht so ganz einfach. Ich habe deshalb hier das Zinkdruckgussteil unter diesem Kohlekasten habe ich weggefräst. Damit ist genug Platz, um auch zum Beispiel diesen großen 5er Lok-Sound hier unterzubringen. Das hier ist noch eine alte Sache, die Lok hatte ursprünglich mal einen anderen Sound drin, ja, einen 3-5er. Und deshalb ist hier noch der Draht zur Beleuchtung. Und jetzt ist hier drunter, zwischen dem Getriebeblock und dem Schneckenrad, ist hier unten so viel Platz, dass dieser große Lautsprecher von ESO reinpasst. Ich habe hier ein bisschen was weggeschnitten, damit er nicht so klemmt. Und wenn man das Teil hier noch so weit nach vorne rückt und dann die Lücke hier schließt, mit einem Stück Polystrol, hat man auch gleich noch eine Schallkapsel. Und ganz einfach, kaum Veränderungen, nur ein bisschen Fräsen. Na, beim Fräsen muss man natürlich aufpassen, wenn man jetzt hier den Tender einspannt in den Schraubstock, dass man da was zwischenpackt, sonst klebt die Farbe natürlich an die Backen dran. Gut, das war's.